Ja, Huhu hier wieder beim Koali in der Secret World. Eukalypta heute unterwegs mit Mr. Irokesenschnitt, der eine Sprechblase über dem Kopf hat, wenn ich ihn anklicke. Deswegen, es ist nicht der Lesrak, der ist nämlich da hinten. Eukalypta guckt auch schon in die Richtung, glaube ich. Ah, und dann kommt er aus der anderen Seite ins Bild. Ja. Ja, so muss das sein, ja. Putin wusste das natürlich, hat vorher direkt in die richtige Richtung geguckt. Ja, Putin Putin und sitzt. ich sind ganz dicke miteinander. Ja. Okay, ja, wir haben ja gesagt, wir gehen hier weiter beim Sarge. Eukalypta ist wieder im neuen Style unterwegs. Der Lesrak auch ein bisschen. Nein, absolut alte Billette. Zuletzt mal auch schon diese komische Lederjacke an. Ja. Die, Ruhe. was heißt der komische Lederjacke? Okay. Dann gehen wir mal zum Sarge, der hat noch ein. Ist das hier. Ist, wer ist das hier? Ellery. Ein Templer weg. Bah, pfui. Hi, wie geht's dir? Ich Home. mag den Oberteil. Auch wenn Unterbricht das die auch. Ab. Die. Hä? Ich hab noch ein. Wir haben noch ein. Abtrünniger Agent habe ich noch. Im Zentralsektor bilden sich überall Stöcke. Ich wiederhole, überall Ja, das ist deine Story Quest von deinen Dings, Ach die so. du alleine Ach machen musst so, ja, da. nee, dann. Von den Drachen. Okay, dann jetzt hier Homeland Insecurity. Ich sag Ihnen jetzt mal was. Das ist nicht meine erste Begegnung mit dem Übernatürlichen. Im Gegenteil. Unsere Einheit war schon mittendrin. Johannesburg 87, Sibirien 93, Rio 08. Letzten Monat steckten wir in New York 4 Tage lang knietief in Exkrementen. Auf der Jagd nach Inkubi, die von ihrer Herrin getrennt wurden. Die werden wild. Wussten Sie das? Ja, ich. Sie drehen durch. Früher konnte man noch mit Tsukubi reden, um Blutvergießen zu vermeiden. Heute geht das nicht mehr. Es gibt keine Verhandlungen mit dem Feind mehr. Und das lagen wir auch gar nicht vor, Sir. Aber ob wir mit unseren begrenzten Ressourcen einen Mano a Mano Testosteron Battle Royale wagen sollten? Wir entscheiden das nicht. Und ich muss Ihnen ja nicht sagen, wer die Operation leitet, auch wenn kein Signal durch den Nebel kommt. Die Paradivision. Ich habe überall Narben. Und ich meine nicht nur welche, die bluten. Ich habe eins in den letzten 40 Jahren gelernt. Die bluten auch. Jeder einzelne von ihnen. Ja, das stimmt, Sir. Aber wir auch. Und wir bluten ziemlich oft. Schneller als die. Ich weiß gar nicht, warum ich mich überhaupt mit diesem verdammten. Was glotzen Sie denn so? Och, ich stehe hier nur so in der Gegend rum und mache die ganze Arbeit für euch, während ihr hier in dem ganzen Camp in Sicherheit rumsteht und nichts tut. Aber ich mag den Sarge. Ja, der ist ein bisschen augenklapperig, aber sonst. Augenklapperig. Ich muss schon wieder auf die taktische Karte gucken, okay. Hatte ich letztes Mal noch gesagt, bin ich der Meinung. Okay. Müssen wir bei jedem der drei. Auf die taktische Karte. Einsatzteam Bravo finden. Bist du schon vorgelaufen? Ja. Oh, was ist denn da bei dir los? Ja, Fenster. Wahnsinnige Halbstarke auf ihren Mopeds. Ja, wahrscheinlich. Hüpf. Kommt man hier irgendwie auf einen tollen Weg lang oder müssen wir hier einfach runter? Oh, ich würde sagen, runter. Sprinten! Wir brauchten so ein Bettmobil. Ja. Yeah. Krakenbucht entdeckt. Das aus den alten Filmen oder das von dem neuen Batman? Das aus den, hier, wie heißt der Regisseur? Mit seinem surrealen Zeug. Irgendwie kann ich denen nicht helfen, hier den Typen. Ich drücke wie wild auf Tasten, aber es kommt Ja, nichts. bei mir ist es auch gerade ziemlich am lecken. Oh, ich bin teleportiert worden, okay. Okay, du bist gut. Ah, ich kann wenigstens das Einsatzteam heilen. Heil am Einsatzteam. Aber ich kann nicht angreifen. Ah, doch, jetzt. Ah. So, und den Lesrak heilen. Meine Heilung wird auch überbewertet. Das ist richtig. Deswegen heile ich auch jetzt erstmal nicht. So.
Die Draugr. Ne, es sind gar keine Draugr, es sind irgendwie die. Was anderes. Da hat sich auch irgendein Spielentwickler hat sich gedacht, so, jetzt brauchen wir noch irgendwie einen Namen, machen wir einfach irgendwelche. Wir hauen einfach unseren Kopf wild auf die Tastatur. Und was da rauskommt, so heißt das Monster. Ja. Dieser komische Radius mit uns Schaden, ja, ne? Keine Ahnung. Ja, ich krieg einen Dot, sehe ich gerade. Vergiften, wo doch Karaschaden über Zeit. Habe ich 10 Stapel von. Ja, was will ich machen jetzt? Ah, ist weg. Zack. So. Okay, und vorrücken und den Herrn der Drehürug töten. Der Zungenbrecher. Also musst du auch irgendwie, wenn du so den Auftrag kriegst, diese Tüten zu töten, so töten sie den... den was? Den... Aber Sir, wie heißt es richtig? Das ist auch von den Bösen natürlich total gut gemacht, weil was man nicht aussprechen kann, das kann man nicht so gut bekämpfen. Ja. Außerdem sind die nicht böse, die sind missverstanden. Natürlich. Die missverstandenen. Bist du da immer noch am Kämpfen? Was hat's? Wieder. Ein Meeresweber. Also heute ist echt ein guter Tag für mich. Heute kam ich oft zum Lachen. Weißt du, das Problem an dieser komischen Salvenheilung ist, wenn mit den Blutkräften zusammen. Mit welche Tasten muss man nochmal drücken, damit man alles einsammelt? Y? Nee. V. V. Okay. Dass die so lange dauern und du dann die Heilung erst nach 1000 Stunden kriegst. Ja, nach 1000 Stunden. Ich glaube, dann wäre ich schon mehrfach gestorben. Ich habe heute mal wieder angefangen, Heroes zu gucken. Heroes? Hm? Ja. Ich dachte mir, ich wollte mal wieder gucken, was könnte ich mal wieder gucken? Da dachte ich mir, oh, Zeiler Heroes. Staffel. Wie wieder? Kommt ja bald die neue Staffel. Ja. Sehr schöne Serie, falls ihr das nicht kennt, da draußen. Das müsst ihr schauen. Der beste Zeiler ist der beste. Das ist der wahre Held. Ja. Wenn die Schoten auch kaputt machen hier, so eine Schote muss sterben. Anti-Schurken-Schote. So, jetzt sind wir hier in dem Radius drin. Was müssen wir hier? Ach so, den Herren besiegen. Wo ist denn der Herr? Oh, ich habe keine Ahnung. Finden wir schon. Oh, es ist etwas, was wir aussprechen können. Der Inkubator. Okay, jetzt werden die langsam nachlässig. Den gehen die Ideen aus. Ja, ich habe auch hier einen im Schlepptau. Gebt dem Lestra einen Schild. Da. Guck mal, der macht ja voll lange keinen Schaden. Das merkt man jetzt ja daran, dass das Schild immer da ist. Ne? Wie lange du keinen Schaden kriegst eigentlich? So. V. Beutetasche. Da hinten ist so ein Vieh. Hier ist der Herr. Ich hab den Herrn gefunden. Hast du? Ja, mir nach. Putin. Da hinten das Ding, was so aussieht, wie als hätte es auf eine Thunfischpizza gepasst. Meine Ex! Yay. Die hat auf eine Thunfischpizza gepasst. Also groß war sie nicht, muss man dazu sagen. Okay. Ihr kriegst ein Schild.
Ich muss da ja ganz, ganz schön viele kämpfen. Hier noch mal eins. Oh Gott, es war mit Male leichter. Nein, du kriegst aber doch wieder Schaden jetzt. Wir immer schlagen aus drei. Oh. Kann ich ja nicht, die kreisen mich ja ein. Die machen das ja sehr strategisch. Ja, die haben Hirn. Die. Sag mal, du hattest doch bei den letzten Folgen mal erwähnt, als wir uns über Bloodborne unterhalten haben. Ja. Hast du ja mal erzählt, dass die Vampire eher schwach sind, ne? Ja. Wieso hast du eine Revanche gegen die gehabt? Eine Revanche? Ja, du hast zweimal gegen die Vampire gespielt. Ja, ja, das ist einmal in der normalen Liga und einmal in den Playoffs. Ach so. Ja. Da hinten ist auch so ein Vieh, so ein großes, ein Sklavenhalter. Ach. Ja, okay, töten wir ihn auch. Der hat eine Krone. Oh, eine Krönchen. Ich will auch eine Prinzessin werden. Okay. Hier kriegst du ein Schild. Du hast einen Dot. Ach, ich werd überbewertet. Ich hab dich ja. Ja. Weißt ja, wer sich auf Quali verlässt, ist verlassen? Nein, ich vertraue dir blind. Oh, ich bin angegriffen. Was soll das denn? Ein Inkubator. Okay. Bei mir ist gerade der Bildschirm eingefroren, glaube ich. Ja? Also du stehst noch neben dem Typen. Oh nein, jetzt geht's wieder. Jetzt sind sehr fliefiger hier überall. Ja, ich muss mal hier aus dem Ding raus, weil sonst bin ich gleich tot. Au, 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 au. Au, au. Komm zu mir, komm zu mir. So, den Lestrak wieder heilen hier. Schild. Ich glaube, das war ein Fehler, den anzugreifen. Ach. Sowas wie einen Fehler gibt's nicht. Ja, langsam aber sicher heile ich dich wieder hoch. Siehst du, hab doch gesagt, volles Vertrauen in den Quali. Aber da hinten ist schon wieder irgendwas Großes angekommen und mischt sich ein. Ja, das ist der Questmob, den wir gerade eben gekillt haben. Mach mal einfach mal. Ja. Alles EP. Komm, und jetzt Killsteal. Killsteal. Yay. Cool, das war vielleicht ein klein bisschen viel. Hat doch geklappt. Ja. Aber ich glaube, da hast du Tränke nehmen müssen, ja. Nein. Nein? Ich habe nicht mal Tränke in der Leiste. Das ist schlecht. Ich verlasse mich auf deine Heilung. So, hier müssen wir oben lang, ne? Hier ist noch eine Schote, die können wir dann mitnehmen auf dem Weg. Zack. Und da oben ist auch noch ein komischer, wie heißt der? Zerstückelte Überreste. Das ist ein sehr wunderschöner Name. Ich werde, glaube ich, mein Kind auch so nennen. Wie heißen sie? Zerstückelte Überreste. Doppelname. Ich kann mich auch zerstückelt nennen. Und kaputt. So, mögen wir sprinten. Müssen wir jetzt wieder zurück zum Sarge, oder was? Einsatzteam Charlie finden. Achso, Sarge vorbei quasi. Ja, hier, weiter Liegestütz machen, anstatt uns zu helfen. Super toll, finde ich gut. Klar, das ist deren Aufgabe. Liegestütz machen. Guck mal, der Fegi spielt schon wieder Counter-Strike. Ah, warte kurz. Ja, sieh mal, ich kann das nicht sehen. Ja, wenn du das Let's Play guckst, dann kannst du es sehen. Ja, okay, mach ich sogar gelegentlich. Dir selber beim merkwürdige Antworten geben zuhören. So. Eigentlich gucke ich am liebsten die Instanzvideos von uns. Das erste. Das erste war cool, ja. Ja, das war richtig gut. So, ich bin jetzt gleich schon da. Wo bist denn du? Bei mir hat es gerade rumgeleckt wie wild. Oh, hier ist eine Mauer. Da komme ich erstmal nicht lang. Das ist schlecht. Wir hatten hier ein Handtuch in den Baum gehängt.
in den Eschenwald. Ach, das Team. Oh, bei mir leckt weiter rum wie wild. Nicht? Ah, da oben, okay. Jetzt habe ich wenigstens wieder Orientierung. Jetzt scheint kannst du auch zu mir porten, oder? Dann komme ich nur an den nächsten Spawnpunkt. Echt? Ja. Zu dir selbst werde ich leider. Geh einfach zum Geist. Der Geist, der im Baum hängt. Ich will diese Knarre haben, die hier ist. Welche? Wo ich gerade vorstehe. Hast du du hast aber was im Schlepptau. Eieieiei. Ja, ich dachte mir, es wäre sonst langweilig. Yay. Und die Knarren haben noch nicht mal geballert. Ach so, wir müssen ja auch erst Ersatzteile für das Wachgestütz beschaffen. Klar. Natürlich müssen wir erst Ersatzteile schaffen. Ich meine, das wäre ja sonst einfach. Ja, sonst hätte ja auch irgendwann anders, anstatt dass sie Liegestütze machen, hätten sie ja mal schon länger mal die Ersatzteile beschaffen können. Nein, Liegestütze machen ist ja wichtiger. Natürlich. Aber sagen wir es, wie es ist, sie trauen sich einfach nicht. Nein, sie meinen nur, Sport ist wichtiger. Das brauchen sie irgendwann, um noch mehr Sport zu machen. Ausnahmsweise mal eine andere Schutzwall. Aber der war. Oh, der war schnell weg. Wer? Das Schütze-Schild. Ach klar, die gehen immer schnell weg. Immer wieder nachkasten. Hier ist jemand, der mich angreift. Die Notbesetzung. Guck mal, Geister. Ich habe übrigens schon wieder so komische Störgeräusche von deiner Seite. Ernsthaft? Schon wieder? Ja. Du bist aber irgendwie immer der Einzige, der sie hat. Eigenartig, ne? Ja. Waren die bei den letzten Aufnahmen auch? Ganz leiser. Weil ich also, die Let's Plays geguckt habe, habe ich nichts mitgekriegt. Ja, also wenn du redest, dann übertönst du das. Du musst mehr reden. Das mache ich doch sonst schon immer. Ja, du bist ja hier der laute Part in unserem Let's Play. Ja. Ich bin ja eigentlich, ich bin ja nur der Host. Meine Cousine heiratet bald. Oh. Ja. Ihre Freundin. Und meine restliche Verwandtschaft ist davon nicht wirklich begeistert. Warum nicht? Das gehört sich nicht. Eine Frau heiratet keine Frau, bla bla bla. Sehr altmodisch halt. Ja. Ich freue mich für sie. Ja, zu Recht. Zu Recht, zu Recht, zu Recht. Hier ist eine Kiste. Warum kann man die nicht anklicken? Ah, du konntest sie anklicken. Okay, okay. Wir müssen ja auch noch Ersatzteile beschaffen. Ersatzteile werden überbewertet. Wir zerlegen einfach deine alten Pistolen, die du immer benutzt hast, und benutzen die Teile. Die habe ich sogar noch im Inventar. Siehst du? Siehst du? Da drin irgendwas in der Hütte? Nö, ne? Hier noch mehr. Wer hängt denn hier diese Bettlaken in die Bäume? Was ist denn das für ein Scheiß? Nennt sich Fallschirme. Hey, Koali, guck mal, ein Bett. Wie romantisch. Ja.
Oh, guck mal, eine Kettensäge. Dabei kann man guck mal, ein Trauerwellenwalzer-Tänzer. Du musst wieder alle runterziehen, wenn man mal versucht, etwas romantisch zu sein, ne? Tja. Hilft also, alles nichts. Also du bist keine gute Frau. Tja. Das können wir doch mal als Titel für diese Folge nehmen. So, wo sind denn jetzt hier diese komischen Ersatzteile? Bei diesem Witcher, oder wie das Ding heißt. Also vielleicht da oben. Da ist auch noch eine... Ah, hier, hab sie gefunden. Ich werde schon wieder angegriffen. Und zwar vom scharlachroten Draht. Ah, den kennen wir doch noch. Ja, kennen wir den noch? Also diese Art von dem Wesen. Echt? Ja. Ich und mein Kurzzeitgedächtnis. Ach so. Den wir in die Dia-Show da eingesperrt haben? Ja, hoffentlich müssen wir den jetzt natürlich auch noch irgendwie einsperren. Nein, den müssen wir nur töten. Gib dem Netzwerken Schild. Schild. Bitteschön. Danke. Heilt die Eukalypta. Dann auch den Lesrak. Sehr schön. Ich muss immer noch Wachteile befahren. Warum muss ich das jetzt nochmal beschaffen? Du musst halt warten, bis es respawnt. Nein! Machen wir so lange hier dieses komische Gestalt hier platt. Ist wieder da. I see. Ja. Bei welchem Spiel gab es noch mal einen IC-Manipulator? Keine Ahnung. Irgendwo gab es es. Das ist mir gerade in den Kopf gekommen, dieser Name, und ich weiß nicht mehr woher. Es ist tragisch. Aber geht mir oft auch so. Na, dann sammle ein. Habe ich doch gerade schon draufgeklickt, aber irgendwas hat mich unterbrochen. So. Verwundete Mitglieder des Einsatzteams behandeln. Das muss ich auch noch hier. Du bist doch sowieso Heiler, ist doch für dich nichts Neues. Ja, das hätte ich auch ohne diese scheiß medizinischen Vorräte geschafft. Ja, aber das sind halt ältere Leute, die wollen sich nicht der Zeit anpassen. Kennst du doch sowas. Ach so. Heutzutage lassen sich Leute ja statt Vollnarkose auch hypnotisieren. Ich hatte da was im Schlepptau. Ach, du bist einfach weitergegangen, okay. Ich dachte, du hilfst mir bei dem Einkillen von dem Vieh. Oh, das schaffst du schon alleine. Ich muss ja hier heilen, hast du gesagt. Den anscheinend nicht. Den auch nicht. Muss ich da jetzt wieder irgendwas aus dem Inventar rausholen oder was? Ah ja, okay. Stellung halten, ja, bla bla bla. So, komm. Zweite. So verwundet seht ihr gar nicht aus, Leute. Einsatzteam Charlie. Und ein Wachgeschütz hier reparieren. Nehmen wir dieses. Genau, aber das hier bewegt sich auch. Das scheint ja noch zu funktionieren. So. Die haben Schilde. Ist ja gemein. Und wir direkt mal für ausgleichende Gerechtigkeit sorgen, indem wir dem Nestag auch ein Schild verpassen. Ah, jetzt müssten wir einen Magier dabei haben. Hey, ich bin Magier. Nein, ich meinte einen, der auch Sachen bannen kann. Das habe ich halt mit Marley damals gemacht, als ich hier war. Da habe ich das Schild einfach weggebannt. Das geht? Ja. Okay. Was ist das für ein Zauber, der einfach Schilde wegbannt? Von Elementarismus hat ein paar, Schrotflinten haben ein paar, ich glaube sogar Pistolen haben vielleicht auch ein oder zwei. Aber das ist eh nicht die Aufgabe vom Heiler, das ist die vom DD. Ach so, dann bin ich ja beruhigt.
geschafft. Also keiner von uns beiden hat diese Aufgabe. Also brauchen wir uns beide keine Gedanken machen. Ja. Apropos, wenn jemand zuguckt und gern DD spielen will. Wir hätten da noch so einen Platz frei. Genau. Er muss aber auch Effekte reinigen können, ne? Ja, der muss auch was können. Und sich, Und Drache. Natürlich. Also sonst könnte ich genauso gut mit Marleil vorbeikommen. Ja, dann fehlt uns ja wieder ein Tank. Ja. Nö. Jo. Das dauert halt alles ein bisschen länger, wenn wir Schilde nicht wegmachen können, aber sonst... Ach, da kommt schon wieder ein Götzenbild des Massakers. Komm hier. Oh, der hat einen wunderschönen Namen. Aber echt gut getimed gerade. Das ist mit dem Herz, deine Herzenmove. Ja, als ob es so gewollt war, wa? Das kann ich dir irgendwie nicht glauben, das ist wirklich geplant, dass du ihn unterbrichst. Ach. So. KP. Nur noch 6. Letzte bekannte Position des Einsatzteam Delta finden. So, Leute, haltet die Stellung. Ihr habt den dicke Wumm hier, ihr kriegt das schon hin. Ja, los, Putin. Retten wir die Welt. Kra, kra. Kra, kra war Karl, ne? Also, würde schon komisch finden, wenn eine Eule die Geräusche von sich gibt. Warum? Bei Eulen kommt mir irgendwie nicht so ein Gedanken, dieses Kra, kra. Buhu, buhu, wie er, ne? Schild. Oh, jetzt ist es schon vorbei. Oh, ich find's trotzdem hübsch. Ja. Hallo, Mr. Bubbles. Okay. Geben wir dir eine neue Bubble, wenn du sie so toll findest. Und diesmal eine andere. Nimmst du die eigentlich als unterschiedlich wahr? Ja. Die eine gibt so komische Spritzer von sich und die andere ist einfach nur da. Ah ja. Okay. Außerdem sind die Rottöne ganz leicht unterschiedlich im ganzen Millibereich. Verrotteter Bergarbeiter. Ach, du bist da unten noch am Kämpfen. Okay, ich komme und heile dich, wenn Putin mir nicht dazwischen springt. Putin weiß, dass ich das schaffe. So, ja. Bei Karl wäre es jetzt, der will mich ja angreifen. Ja, ist es ja auch so. So, einsammeln. Ambrosia, wer auch immer das braucht. Ne? Ambrosia ist eine Frucht, mit der man zum Gott werden soll. Angeblich. Also griechische Mythologie. Echt? Ja. Nächste Woche ist Blood Bowl 2 auch draußen, ne? Was ist nächste Woche draußen? Blood Bowl 2, da ist die Beta doch beendet. Achso, und da ist Blood Bowl 2, ja. Ja, hat Gürfalken sehr viel von geredet. Ich überlege auch, ob ich da nicht sogar zwei Let's Plays draus mache und zwei verschiedene Mannschaften mache. Okay. Ja. Also ein Prügelteam und ein mehr so auf Passen, also ein Elfenteam halt dann. Aber Gülfalken hat mir jetzt aber auch erzählt, dass man dort endlich im Online-Modus auch 1 gegen 1 machen kann. Ja, das ging vorher, glaube ich, nicht. Nein. Das war auch unser Problem. Wir wollten. Hier plus 38 Heilungswert, Bedarf! Gier. Auch wenn ich am Überlegen war, auch Bedarf zu drücken. Aber ich dachte mir, nee. Aber Heilungswert plus, endlich mal was Heilungswert plus hat. So, was haben wir denn hier? Ja, das ist nur Crap. Ein bisschen Ordnung schaffen hier in meinem Inventar. Nicht, dass es sowieso unordentlich wäre.
Ach, übrigens nur noch 5 Punkte bis zur nächsten Stufe der Barriere. Es gibt ja auch einen Passiven, der alle Barrieren um 40% verbessert. Hab ich den, Moment, ich guck mal nach, ob ich den nicht sogar schon hab. Nein, ich hab hier Heilung. Müsste, glaube ich, im Blutmagiebaum von den oberen beiden der linke sein. Blutmagiebaum? Und dann der unterste. Der unterste? Ja. Kettenkraft, erhalten Sie eine Adoption. Oh, das muss ich. Nee, das sind keine Kettenkräfte, die ich habe, sondern wie sind da, wie heißen die? Salvenkräfte, ne? Nein, Bündelungsangriffe. Heilig ist das. Ja. Heilig? Ja. Nicht weltlich, heilig. Bei den oberen beiden da. Die du am Anfang immer vollskillen musst. Unter Ausbluten. Und dann ist eine Verklumpung, erhöht die Effektivität von Barriereeffekten um 40%. Bin ich blind? Da nicht. Heißt Verklumpung. Ach da. Ja. Boah. Also ich muss nachher mal gucken, dass ich es irgendwie anders, meine Skillung nochmal ein bisschen überdenken hier. Ja, ich sollte mir langsam vielleicht auch mal Gedanken machen um meine Skillung. Ich glaube, den können wir nicht angreifen. Okay. Ich glaube, das ist nur ein Denkmal. Guck mal, ist schön. Ja, Denkmal an die Umweltverschmutzung. Moderne Kunst, Mann. Du hast ja keine Ahnung. Doch, ich bin moderne Kunst. Aha. Und. Sehr schön. Deinem Aha nachzuurteilen, hast du dich noch nie mit Farbe bekleckert gegen eine Leinwand geworfen? In der Tat nicht, nee. Das, die coolste, eine der coolsten Sachen, die ich jemals gemacht habe, ist, ich habe einen Kumpel, der ist Handwerker. Der musste einmal so ein Büroräume von, okay, wo müssen wir jetzt hier hingucken? Von irgendeinem Großraumbüro. Also es war keine Großraumbüro, aber es sollte eins werden. Es waren ganz viele kleine Büroräume. Und der musste halt die ganzen Wände einreißen. Hm? So, und jetzt, wo muss ich jetzt hier hin? Zoomen? Ah, okay. Ich habe die Leichen nämlich entdeckt gehabt, ja, ja. So, darunter? Anscheinend. So, und auf jeden Fall mussten wir da die Wände aber einreißen. Und das ist echt cool. Wände so. Einreißen? Ja, also vor allen Dingen, das waren, ist halt nur so ein Bürokomplex gewesen. Das heißt, die ganzen Wände waren nur so dieses, wie heißt das so, nicht Pappmaché, sondern halt so ganz dünne Wände halt. Das heißt, du konntest die auch mit dem bloßen Faust, wenn du hart genug dagegen gehauen hast, das konntest du die auch einreißen. Ich hast du gemacht? Wir, ich glaube, hier kommen wir nicht lang. Wir müssen oben lang, glaube ich. Okay. Sagst du mir, nachdem ich reingesprungen bin? Ja, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. So. Und ja, auf jeden Fall haben wir das irgendwie gemacht, zuerst mit Werkzeug und so. Und dann, das war teilweise richtig cool, dann konntest du nämlich so die Wände mit Hammer und Meißel zuerst so ein bisschen anfracken und dann so mit Anlauf durch die Wände durch. Okay. Das hat tierisch Bock gemacht, so, weißt du, durch so eine Wand durchbrechen. Der Hulk. Ja, ja. Echt witzig. Vor allem, wann darfst du schon mal einfach willkürlich Sachen einfach kaputt machen. Dann hoffe ich, dass du niemals Superkräfte kriegst, Quali. Es könnte gefährlich werden für die Gebäude. Warum zerstören sie das? Es macht voll Bock. Ja, es gibt ja auch so Abrisspartys manchmal. Da muss ich mal auf irgendeine gehen, glaube ich. Das ist ziemlich witzig. Ja, wenn meine Bude mal abgerissen werden soll, sag ich dir Bescheid. Weg aus dem Schmutz. Ich weiß irgendwie nur noch hier dieser komische Komplex hier. Ich weiß noch irgendwo, habe ich mal ein Let's Play geguckt von The Secret World. Und da sagte man mir, hier bloß nicht runtergehen.
Okay. Ja. Da wären irgendwie super heftig Gegner. So, hier kommt man auch nicht mehr dahin. Ah, ich glaube, ich weiß, wo es lang geht. Folge mir, mächtiger Kuali. Müllbombenschütze. Oh, hinter uns ist auch noch jemand, der dich angreift. Ehrlich? Ja. Warum? Ich weiß nicht, was du ihm getan hast. Oder ihr, es ist eine Frau. Es würde passen, ne? Eine Frau? Ja. Oh, da gibt es unzählige Gründe, die wahrscheinlich möglich wären. Die ist nackig. Oh, hallo. Das ist eine Eldri-Meereslebewesen. Ja. Man sollte nicht wählerisch sein. Ist eine Frau. Oh Gott. Hallo. Na? Sie hat aber kein Herz mehr. Hab ich hier nämlich gerade rausgerissen. Hab Frauen sowieso meistens nicht. Von daher. Ja komm, das hast du. Da hast du mir die perfekte Vorlage für geliefert. Da trifft mich nur zu 90% die Schuld diesmal. Aber ey, wir kommen hier echt kaum noch mehr lang, ne? Wir müssen mal gucken, dass wir jetzt schnell dahin kommen wieder hier. Weil die Folge dauert schon ziemlich lange. Hier müssen wir übrigens nachher für die Story-Quest rein. Aha. Also für den Bosskampf in der Solo-Instanz. Hinten ist Wissen, ich sehe es von hier aus. Ich weiß, du siehst Wissen, auch wenn es gar nicht vorhanden wäre. Boah, der hält aber gut was aus hier. Ja, muss ich auch was sagen. Vielleicht, weil mein Trefferwert zu niedrig ist. Oh, der hat gerade mal dem Dingens widerstanden. Das ist eigentlich so schön. Ja, so, das hier Wissen, müssen... Wissen. Alte Symbole. So, und hier in der Ecke machen wir jetzt eine kleine Pause und ihr seht uns dann bei der nächsten Folge, wie wir Palladia töten, um Einsatzteam Delta zu rächen. Wer auch immer Palladia ist. Hört sich nach einer Frau an. Vielleicht ja, date ich das vorher. Passt doch, ne? Ja. Lestrax Reich, Lestrax Reich ist eine Minecraft-Welt. Lestrax Rache heißt die Folge da. Okay. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Koali und euer... Last Rack Dark. Jawohl, tschüss.